Bukarest, schöne Seite. Das Leben an der Oberfläche. So kennt man die rumänische Hauptstadt. Aber im Untergrund existiert eine Parallelwelt. Der Zugang, ein Loch mitten in der Stadt, direkt gegenüber dem Nordbahnhof. Hey du, geh da nicht rein. Bitte bleib hier. Das ist viel zu gefährlich. Erst als sie erfährt, dass uns unten ihr Boss erwartet, ist sie beruhigt. Aber seid vorsichtig. I know. Sind wir. Dass wir runter dürfen, ist ein großes Privileg. Es ist der Eingang in ihr Zuhause, zur unterirdischen Welt der Kanalmenschen. Wir hatten den Kontakt über viele Wochen aufgebaut. Die Ankunft ist trotzdem ein Schock. Es ist irrsinnig heiß, weit über 40 Grad, weil hier unten die Heizungsrohre verlaufen. In der heißen Luft der beißende Geruch des Lösungsmittels, das sie schnüffeln, um dieser gnadenlosen Welt zu entfliehen. In der Drogenregierern und Krankheiten. Aber die Welt oben hat sie verstoßen. Meine Eltern waren furchtbar brutal und sie interessierten sich nicht für mich. Deshalb erzählt Nico Leber schon viele Jahre hier unten. Er ist schon 17, aber in der körperlichen Entwicklung zurückgeblieben, seit langem HIV-positiv. Wie die meisten hier unten, weil fast alle an der Nadel hängen, viele haben auch TBC oder Hepatitis. Er glaubt, sagt Nico da noch, dass er 4 oder 5 Geschwister hat. Von den Eltern verstoßen oder von zu Hause ausgerissen, die Schicksale gleichen sich. Auch er ist schon 17, 17,5, sagt er. Für eine richtige Unterhaltung, vom Lackschnüffeln zu benebelt. Ihre Spritzen benutzen sie mehrmals. Sie liegen überall offen herum. Wer einen Schuss braucht, nimmt sich einen. Ist doch sowieso schon alles egal. Weißt du, mein größter Wunsch ist, dass Gott mich endlich zu sich nimmt. Ich habe dieses Elend satt. Ich bin umsonst auf diese Welt gekommen. Ich verdiene wohl nicht zu leben. Aber ich verdiene es doch auch nicht, so zu leiden. Warum muss ich mich so quälen? Ich möchte gerne für Jesus sterben und diese Misere hinter mir lassen. Dann treffen wir den Boss. Er nennt sich Bruce Lee, trägt den silbernen Schnüffellack im Haar, lädt uns ein, ihm tiefer in die unterirdische Welt zu folgen. Er ist 40, lebt seit 25 Jahren in der Kanalisation. Er hat diese Parallelwelt eigenhändig ausgebaut, um Kindern und auch Hunden, die er ebenfalls sehr liebt, eine Art Zuhause zu geben. Seine Gruppe umfasst etwa 60 Menschen. Insgesamt leben wohl Hunderte unter den Straßen von Bukarest. Schau, dies ist mein privater Bereich. Ich habe hier sogar Musik. Schau, von hier kann ich sie einschalten. Und schönes Licht habe ich auch. Alle Hunde habe ich jetzt nicht hereingelassen, damit ihr noch Platz mit der Kamera habt und wir uns unterhalten können. Die wollen sonst alle zu mir hier hoch auf die Matratze. Sie haben eben auch alleine Angst, so wie wir Menschen. Aber ich lasse normalerweise nur die kleineren Hunde zu mir ins Bett. Von woher kommt denn seine Liebe für Straßenhunde, wollen wir von ihm wissen? Von Gott. Von allem, was ich so tue, will ich glauben, dass es von Gott kommt. Ich will nur Gutes tun. Und ich versuche, das zu machen, was Gott mögen würde. Ich würde niemandem Schaden zufügen. Jetzt weiß ich nicht, ist es eine Sünde, dass ich für uns im Kanal von oben Strom stehle? Und ist es eine Sünde, dass ich in diesem Dreck lebe? Ich hoffe nicht. Ich weiß aber, du musst dich auch in diesem Dreck bemühen, Gutes zu tun. Deinen Nächsten helfen, wenn der am Boden liegt. Versuchen, ihm zum Überleben zu helfen. Das will ich. Daran glaube ich. Sonst hilft uns doch niemand. Auf die!
Hey, ihr da draußen, passt bitte auf, dass die Hunde nicht reinkommen, ja? Wir machen ein Interview. Ich bin alleine auf der Straße aufgewachsen. Als ich noch klein war, habe ich den größeren Gaunern Geld abgeben müssen. Jetzt sorge ich dafür, dass meine Leute hier wenigstens sicher sind. Na schau, jetzt haben es die Hunde doch geschafft, reinzukommen. Komm rauf, mein Kleiner. Ich habe ja gesagt, die wollen alle zu mir aufs Bett. Bruce ist also ihr Ersatzvater. Und diese Frau nennen sie Mama. Raluca Pahomi. Eine Lady aus der rumänischen Mittelklasse, die einzige aus der Welt oben, die sie unten akzeptieren. Wenn wie jetzt nötig, schlichtet sie Streit. Aber vor allem bringt sie ihnen jeden Abend Essen in den Kanal. Ohne Raluca würden sie buchstäblich verhungern. Der Kontakt entstand über Bruce Lee. Raluca ist wie Bruce eine große Hundefreundin. Beide haben sich in einem Tierheim kennengelernt. Als Bruce ihr seine unterirdische Welt zeigte, war Raluca klar, bei diesem Elend konnte sie nicht wie alle anderen einfach wegschauen und so weiterleben, als wüsste sie von nichts. Sie musste irgendetwas tun. Die rumänische Gesellschaft ist so gnadenlos. Die will gar nichts sehen. Die will, dass diese Menschen so rasch wie möglich sterben. Ja, sie hofft, dass diese Kinder sich selbst zerstören. Raluca hat einen Verein zur Obdachlosenhilfe gegründet, einen oberirdischen Rückzugsraum für die Kanalbewohner geschaffen. Sie empfinden sich ja sonst als Abfall oder Ausschuss, mit dem niemand etwas zu tun haben will. Man spürt förmlich, wie verzweifelt sie versuchen, irgendeinen Halt zu finden. Irgendetwas, an das sie sich klammern können, das ihnen etwas Normalität und Sicherheit gibt. Dass sie akzeptiert werden, aber sie finden nichts dergleichen. Es ist eine Katastrophe. Mein Gott, psychisch sind sie am Boden, total am Boden. Und deswegen, wissen Sie, nehmen sie auch Drogen. Sie spüren, dass sie Ausschuss sind und niemand akzeptiert sie mehr. Alle machen einen großen Bogen um sie und vermeiden sie. In den letzten Jahren haben sie deshalb all ihre Hoffnung in mich gesetzt, weil ich für sie da bin und ihnen zuhöre, so gut ich kann. Ich tue mein Möglichstes, aber das ist viel zu wenig. Nico kommt jeden Tag, um seine Kleider und sich selbst zu waschen, erzählt er. Inmitten ihres Elends sind ihnen Körperpflege und cooles Styling sehr wichtig. Der Friseur ist selbst obdachlos, bietet seine Dienstleistung für ein paar Cent an. Raluca bezahlt das Essen, das sie jeden Tag kocht, aus eigener Tasche. Die wenigen Spenden, die ihr Verein bekommt, reichen bei weitem nicht aus. Wir wollen von ihr wissen, was sie eigentlich von Bruce Lee hält. Welche Rolle spielt der Boss in der unterirdischen Welt? Bruce Lee, persoana asta mult controversată, dacă el este... Er hat natürlich seine Macken mit diesem Lack, den er schnüffelt und neuerdings sogar am Haar trägt.
Aber Bruce hängt nicht an der Nadel. Er versucht sogar, die anderen davon wegzubringen. Er hält ihre Selbstwirtschaft am Laufen. Sie sammeln zum Beispiel im Müll Alteisen. Er verkauft es für ein paar Euro und investiert das Geld in den weiteren Ausbau ihres Zuhauses. Außerdem hat er die Autorität, andere Ganoven fernzuhalten. Die würden sonst die Jungs wohl zu richtigen Straftaten animieren und die Mädchen auf den Strich schicken. Solange sie der Gesellschaft oben keinen Ärger machen, sieht die am liebsten über das Problem mit den Kanalbewohnern hinweg. Auch wenn es sich eigentlich nicht übersehen lässt, dass hier mitten unter ihnen Menschen in erbarmungswürdigen Verhältnissen vegetieren. Ich weiß, dass im Kanal Menschen leben. Wie ich das finde, das ist eine Nachlässigkeit des Staates. Aber sie sind auch selbst schuld. Sie werden öfter in Heime gebracht und laufen von dort gleich wieder weg. Man müsste sie dort besser festhalten und bewachen. Man darf die nicht auf die Straße lassen. Das schadet dem Image unseres Landes. Ich glaube, denen fehlt der Wille, um etwas aus ihrem Leben zu machen. Vielleicht haben sie auch die Kapazität nicht dazu. Die sind nicht in der Lage zu lernen und wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft zu werden. Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Rumänien ist Mitglied der EU und will Mitglied des Schengen-Raumes werden. Da müssten wir schon versuchen, mehr zu tun, um dieses Problem zu lösen. Ich komme vom Land. Ich wusste gar nicht, was hier los ist. Aber ich habe Mitleid mit denen. Am Nachmittag haben sie die beste Phase des Tages. Sie sind high und ausgelassen. Spezialauftrag von Bruce Lee: im Müll nach Alteisen suchen. Und generell nach allem, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Sie kennen längst ihre Wege, wissen, wo die vielversprechendsten Mülleimer und Container stehen. Jeans nimmt er mit. Ihre gesamte Kleidung, alles, was sie anhaben, stammt aus dem Müll. Sie tragen sie Tag und Nacht, bis sie buchstäblich in Fetzen zerfällt. Ihr heutiger Streifzug war nicht besonders erfolgreich, aber eine andere Gruppe hat dafür einiges an Altmetall angeschleppt. Er ist schon dabei, den Fund auszuschlachten. Was ich hier mache? Ich bin der Trottel vom Dienst. Ich löse das Kupfer aus den Drähten, weil wir das Kupfer verkaufen können. Ihm gegenüber saß diese junge Frau mit den großen, traurigen Augen. Ich wäre viel lieber zu Hause bei meinen Eltern und Schwestern. Die wohnen auch gar nicht weit von hier, gleich hinterm Bahnhof. Ich wäre so gerne dort, aber meine Eltern wollten mich von Anfang an nicht. Sie haben mich noch, als ich ganz klein war, im Kinderheim abgegeben. Von dort bin ich ausgerissen und nach Hause zurück. Aber meine Eltern haben mich gleich wieder weggebracht. Irgendwann bin ich hierher gekommen, zu Bruce Lee. 18 Jahre war Catalina alt, schon schwer gezeichnet von Sucht, TBC und AIDS. Es war das letzte Mal, dass wir sie lebend gesehen haben. Auch sie versuchen zu helfen. Mitarbeiter von ARAS, einem rumänischen Anti-AIDS-Verein.
Am Abend fahren sie durch die Stadt, verteilen sterile Einwegspritzen und Kondome. Und sie wissen selbst, dass ihr Engagement bei weitem nicht ausreicht, um die Ausbreitung der Krankheit unter den Süchtigen im Kanal zu stoppen. Ich komme mir vor wie im Krieg, wie ein Doktor auf dem Kriegspfad. Wir können auch sagen, wir lassen es bleiben, weil es aussichtslos ist, den Kampf zu gewinnen. Aber wenn wir gar nichts tun, ist es noch schlimmer. Diese Menschen sind so schwach und verletzlich. Unsere ganze Gesellschaft ist gegen sie. Und was er dann auf der Fahrt zum Kanal am Nordbahnhof erzählt, deckt sich mit den Beobachtungen von Raluca Pahomi. Die offizielle Politik verfolge das ungeheuerliche Ziel, die Kanalmenschen sollten sich selbst zerstören. Die Polizei demütigt sie, schlägt sie und zertrampelt ihre sterilen Spritzen. Es ist schon vorgekommen, dass Drogenabhängige direkt nachdem sie von uns gekommen sind, gleich um die Ecke von Polizisten angehalten und gefilzt wurden. Die Polizisten haben ihnen die Spritzen, die wir gerade ausgeteilt hatten, weggenommen und auf dem Boden zertreten. Die Mitarbeiter von Aras kennen fast alle Kanalbewohner. Wer ihre Hilfe in Anspruch nimmt, muss sich registrieren lassen mit Namen und Geburtsdatum. Auch damit niemand zwei oder drei Päckchen abholt. Trotz strömendem Regen haben sie sich in einer langen Schlange angestellt, um die Helfer auf keinen Fall zu verpassen. Das scheußliche Wetter hat wenigstens den Vorteil, dass keine Polizei um die Ecke lauert, die ihnen ihre Spritzen und Kondome wieder abnimmt. Aber einige werden ihre Spritzen gleich um die nächste Ecke an andere Drogenabhängige verkaufen. An solche, denen man ihre Sucht nicht ansieht, die nicht erkannt werden wollen und deshalb nicht selbst zur Spritzenausgabe kommen. Renata ist vor allem gekommen, um ein wenig Unterschlupf vor der Kälte und Nässe draußen zu finden. Sie ist komplett heil. Wie lange sie schon im Kanal lebt, weiß sie nicht. Sie glaubt, seit sie 3 oder 4 Jahre alt ist. Sie lassen sie ein wenig im Trockenen sitzen und reden. Danach muss auch Renata wieder zurück auf die Straße. Die meisten bräuchten auch eine regelmäßige HIV-Behandlung, sagt Tase. Da gibt es inzwischen gute Therapien und Medikamente, aber nicht für die Kanalmenschen. An einer Durchgangsstraße, neben einem Parkplatz, der Eingang zu einem weiteren Kanal. Hier haben die Streetworker von Aras für uns mit den Bewohnern gesprochen. Sie haben zugestimmt, dass wir runtergehen. Aber filmen dürfen wir nur einen, Valentin. Insgesamt leben 7 junge Frauen und Männer hier. Sie haben sich offensichtlich bemüht, ihren Kanal wohnlich zu machen. Aber die Polizei schikaniert uns. Die kommen, wühlen alles durch, drehen alles um, schmeißen unsere Sachen raus in den Dreck und dann werfen sie Tränengas hier unten rein. Ein paar Tage lang ist der Kanal dann nicht bewohnbar. Zum Glück passiert das nicht so oft. Aber hin und wieder gibt es richtige Kampagnen gegen uns. Demnächst, so fürchten sie, könnte es wieder der Fall sein. Denn eine Boulevardzeitung macht gerade mal wieder Stimmung gegen die Kanalmenschen. Sie schreiben, die Bukarester haben von den Lackschnüfflern und Junkies vom Kanal am Nordbahnhof genug. Sie wollen sie loswerden. Aber wir hier sind doch keine Lackschnüffler. Da, schauen Sie hier, da steht ganz riesig: Helft uns endlich, die Junkies vom Nordbahnhof loszuwerden.
Aber sie seien doch keine Penner, betonen sie immer wieder. Sie hätten doch hier ihren Unterschlupf. Und die meisten haben sogar Jobs. Eine junge Frau arbeitet als Verkäuferin auf dem Markt, einer der Männer als Nachtwächter, ein anderer in einer Autowaschanlage. Am nächsten Tag haben wir eine Verabredung mit einem, der es geschafft hat, das Kanalleben hinter sich zu lassen. Er wohnt jetzt hier, gemeinsam mit einer Roma-Großfamilie, aber nicht offiziell. Die alte, denkmalgeschützte Villa stand wie so viele in Bukarest leer. Ihr Besitzer lässt sie verfallen. Sie haben das Haus besetzt. Ovidio ist so etwas wie der gute Beschützer der vielen Kinder und ihrer Mütter. Er selbst war von seinen eigenen Eltern mit 7 Monaten ins Kinderheim gebracht worden, hat schreckliche Erinnerungen an diese Zeit und die Mission, möglichst vielen Kindern dieses Schicksal zu ersparen. Ich war ja noch im Kinderheim zur Zeit des Diktators Ceausescu. Ich war damals sehr klein, 6 Jahre alt. Meine ganze Kindheit kann man unter dem Wort Qual zusammenfassen. Im Heim hat es uns an allem gefehlt, nur an Schlägen nicht. Geschlagen worden sind wir reichlich. Aber unser Essen war so streng portioniert, dass wir immer Hunger hatten. Wir haben dann oft aus den Mülltonnen hinten im Hof gegessen. Und du wünschst dir ja als Kind auch immer was zum Naschen. Wir haben den Teer auf der Straße gekaut, weil wir auch sowas Ähnliches wie Kaugummi haben wollten. Er ist dann aus dem Heim abgehauen und in Bukarest in einem Kanal gelandet. Aber er habe immer das Ziel gehabt, sagt er, von dort wieder rauszukommen. Und er ist stolz darauf, dass er es geschafft hat. Keines der vielen Kinder hier ist von ihm. Aber mit einer der Mütter war er im Kinderheim befreundet. So ist der Kontakt zustande gekommen. Jetzt wohnen sie alle gemeinsam in diesem Haus, illegal, solange sie vom Besitzer und den Behörden geduldet werden. Ovidio will uns zu weiteren bewohnten Kanälen in Bukarest führen. Denn auch wenn er selbst nicht mehr dort lebt, er kennt die Straße und ihre Kinder und sie kennen ihn. Er lotst uns in einen Park hinter dem ehemaligen Ceausescu-Palast. Den Anführer der Gruppe dort hat er darüber informiert, dass wir kommen. Aber letztlich ist auch Ovidio nicht sicher, wie sie auf uns reagieren werden. Hier irgendwo müssen sie sein, da sind sie immer, erzählt er. Ah ja, da vorne. Der Anführer heißt Ignat. Er ist misstrauisch. Befürchtet, dass unsere Zuschauer seine Schutzbefohlenen als Abschaum der Gesellschaft sehen und hassen werden. Wir sagen ihm, wir glaubten, dass sie eher Mitleid haben. Und er will Geld. Am liebsten gleich ein paar 100 Euro. Sie seien nämlich sehr viele Menschen, die er da unten irgendwie durchbringen müsse. Schließlich einigen wir uns auf eine Spende für Lebensmittel. Der Eingang zu diesem Kanal ist zwischen Dornenbüschen versteckt. Drüben gibt es noch einen anderen Zugang, wo du zwar leichter hinkommst, aber dafür ist dort der Abstieg für euch sicher zu schwierig. Hier hat sich keiner die Mühe gemacht, es wenigstens ein bisschen wohnlich einzurichten. Anders als im Kanal von Bruce Lee haben sie auch keinen Strom. Hallo.
Sie sind auch erst seit 2,5 Jahren hier, erzählt Ignat. Bis dahin hatten sie in einem leerstehenden Haus gelebt. Aber von dort hat der Besitzer sie mit der Polizei vertreiben lassen. So sind sie im Kanal gelandet. Wir sind 25, manchmal 26 Menschen hier unten, einige noch ziemlich jung. Hier haben sie wenigstens keine Probleme mit der Polizei. Derzeit jedenfalls nicht. Ja, die für diesen Bezirk zuständigen Polizisten kennen uns jetzt. Sie wissen, dass wir nichts stehlen, dass wir niemanden Probleme machen. Deshalb lassen sie uns in Ruhe. Um zu überleben, erzählt er, bettelten die Jüngeren bei einem nahen Fastfood um Essensreste oder Geld. Die Älteren suchten im Müll nach Alteisen, für das sie umgerechnet ein paar Cent bekämen. Einer der Jüngsten ist Jonut, er ist 9. Meine Eltern leben auf dem Land. Sie haben sich nie wirklich für ihn interessiert, erzählt er, und sie wissen auch nicht, wo er ist. Sie glauben, ich bin irgendwo in einem Kinderheim. Vermisst du deine Eltern denn nicht? Nein, nicht wirklich. Wenn er andere Eltern hätte, würde er vielleicht, aber sein Vater ist extrem brutal und er säuft. Im anderen Kanal, dem vom Nordbahnhof, hat sich inzwischen eine Tragödie abgespielt. Wieder einmal ist dort viel zu jung jemand gestorben. Catalina, die 18-Jährige, die uns noch vor kurzem erzählt hatte, dass sie so gerne zu ihrer Familie zurück wolle, die sie verstoßen hatte, ist tot. Erst im Sarg haben sie die Eltern wieder in ihr Kinderzimmer gelassen. Die Beerdigungsfeier hat Raluca Pahomi organisiert und bezahlt, ihr guter Engel, der ihnen das Essen in den Kanal bringt. Catalina ist an AIDS und multiplem Organversagen gestorben. Es ist im Kanal passiert. Dort ist sie ins Koma gefallen. Sie ist zusammengebrochen. Da haben ihre Freunde die Ambulanz gerufen und mich auch. Aber die haben nichts mehr für sie tun können. Sie ist im Rettungswagen nicht mehr zu sich gekommen, konnte nicht mal mehr ihren Namen sagen. Sie wurde als unbekannte Person ins Krankenhaus gebracht. Ihr Körper hat die totale Infektion nicht mehr überwunden, obwohl sie doch noch so jung war. Natürlich könnte sie noch leben, wenn man sie dabei unterstützt hätte, regelmäßig Medikamente zu nehmen. HIV ist ja ein Virus, der heutzutage mit entsprechender Behandlung gut unter Kontrolle gehalten werden kann. Alle im Kanal sind dem Tod näher als dem Leben. In den vergangenen 5 Jahren sind mindestens 20 ihrer Freundinnen und Freunde dort gestorben. Catalina war ein sehr fröhlicher Mensch. Ich hatte sie so gerne, weil sie oft so lustig war und einfach toll aussah. Aber das Leben auf der Straße und die Drogen haben sie kaputt gemacht. Dabei hätte sie ihre Familie doch gleich hier gehabt. Aber das mit ihnen hat nicht funktioniert. Deshalb ist sie im Kanal gelandet. Anfangs hat sie nur aus der Plastiktüte geschnüffelt, dann war sie auf Heroin. Ich habe ihr immer gesagt, hör auf damit, das macht deinen Körper und die Seele kaputt. Wir haben uns schon im Kinderheim kennengelernt, als wir noch ganz klein waren. Dort haben sie Catalina ganz oft ins Isolationszimmer eingesperrt. Klar, dass sie abgehauen ist. Kurze Zeit später fragen wir Raluca, ob man denn wirklich nichts für diese Menschen tun könne, um sie aus ihrem Elend rauszuholen. Sie ist selbst ratlos.
Diese Kinder und Jugendlichen vom Kanal sind natürlich nur noch sehr schwer in die Gesellschaft integrierbar. Aber der Staat hat auch kein Interesse. Im Gegenteil. Sehen Sie mal hier, das sind die Bilder von einem Polizeieinsatz vor ein paar Monaten. So gehen sie mit diesem Problem um. Schwer bewaffnete Sondereinheiten haben die Straße aufgerissen, räumen den Kanal. Zuvor hatten sie Tränengas eingeleitet. Der offizielle Grund für den Einsatz: Anwohner hatten sich beschwert. Dort unten werde Diebesgut gelagert. Damals war Catalina noch am Leben. Wo sollen wir denn jetzt hin? Das ist doch unser Zuhause bei Bruce Lee, unserem Beschützer. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum die gleich so extrem vorgehen, wenn es angeblich nur darum geht, nach Diebesgut zu suchen? Sie hätten doch mich einbeziehen können. Ich hätte mit ihnen verhandelt. Es sind Menschen im Kanal, keine Tiere, Schlangen oder Ratten, die man ausräuchert. Ist ein solcher Großeinsatz also angemessen? Löst er das Problem? Wollen wir jetzt von der Polizei wissen. Wir befolgen doch auch nur Befehle. Natürlich fühlen wir uns hilflos, wenn wir die Kinder aus dem Kanal holen und sehen, wenig später sind sie wieder dort. Dieses Problem können nur Gesellschaft und Politik gemeinsam lösen. Immerhin fragt uns der Chefkommissar dann nach einem Kontakt zu Raluca Pahomi, kündigt an, sich mit ihr treffen zu wollen. Die offizielle Strategie bleibt aber weiterhin: Einsatz mit voller Härte. Was sich bei unserer Suche nach weiteren Kanalmenschen bestätigt hat. Viele der Eingänge zu bewohnten Kanälen, die Ovidio noch von früher kennt, wurden inzwischen zubetoniert. Etwa hier, entlang der Prachtstraße beim Ceausescu-Palast in der Bukarester Innenstadt. Die Menschen, die dort unten gelebt haben, vertrieben. Auch der Wachmann in diesem Park im Stadtteil Titan erzählt, der Kanal auf dem Gelände sei zubetoniert worden. Aber irgendwo müssen die ehemaligen Bewohner doch sein. Schließlich entdecken wir doch noch einen weiteren offenen Kanal im Stadtteil Pantelnimon. Da gehen wir auf keinen Fall runter. Die setzen sich da gerade alle ihren Schuss. Man kann es von oben sehen, aber die wollen dabei sicher nicht gefilmt werden. Und wenn die auf Trips sind, ist es viel zu gefährlich, da jetzt reinzugehen. Ich wohne da oben, direkt über dem Kanalloch. Nachts sehe ich, wie die ihre Notdurft hinter den Büschen unter meinem Fenster verrichten. Soll ich noch mehr sagen? Viele sind ganz jung. Eine ist hochschwanger, die trotzdem Drogen schnüffelt und auch raucht. Auch er hat unsere Kamera entdeckt, kommt auf uns zu. Er sagt, er heiße Michael Hussein und fragt, ob wir ihm Antibiotika oder andere Medikamente besorgen könnten. Sein ganzer Körper ist von schweren Infektionen gezeichnet. Und dann erzählt er, dass er häufig von der Polizei oder auch Hausbewohnern verprügelt werde, wenn er nach oben komme und um Hilfe bitte. Und dann will er noch wissen: Gerade war ein Mann von der Bezirksverwaltung da, der hat gesagt, dass sie den Kanal demnächst mit einem Deckel verschließen. Könnt ihr was dagegen tun? Nein, wir glauben nicht, dass wir etwas dagegen tun können. Catalinas Beerdigung entwickelt sich dann zu einer regelrechten Demonstration. Ihre Freunde und Leidensgenossen wollen sich nicht länger verstecken und im Kanal verkriechen. Trotzig und selbstbewusst ziehen sie mit dem Sarg durch die Innenstadt. Vorbei an ihrem Kanal am Nordbahnhof. Hey, kommt rauf! Catalina ist da. Leonard,
Kommt rauf und verabschiedet euch. Ihr seht sie schließlich zum letzten Mal. Ihr müsst verstehen, dass wir in einem Dschungel leben. Wir sind die letzten Menschen in diesem Land. Niemand interessiert sich für uns. Am liebsten ist es ihnen, wenn wir in unserem Loch verrotten und nicht mehr rauskommen. Ihr müsst auch verstehen, dass Drogen zu unserem Leben gehören, damit wir das Elend ertragen können. Wenn uns jemand eine Chance geben würde, auf einen Platz in der Gesellschaft und etwas, was unserem Leben Sinn gibt, wäre das sicherlich anders. Wir wollen uns jetzt zeigen, in Rumänien und der ganzen Welt. Deshalb sind sie alle da, bei der Beerdigung von Catalina, am Grab neben deren beiden Schwestern und ihrer Cousine. Um zu beweisen, dass auch sie Menschen sind, fallen gelassen von der Gesellschaft und ihren eigenen Familien. Menschen mit Gefühlen, die gesehen werden und leben wollen. Einige Zeit später gehen wir nochmals zum Kanal im Stadtteil Pantelimon. Der von den Infektionen schwer gezeichnete Michai ist uns nicht aus dem Kopf gegangen, mit seiner Angst, dass er auch seine letzte Zuflucht im Kanal verliert. Sie war offenbar berechtigt. Der Eingang ist mit einer Betonplatte verschlossen. Zum Glück machen die jetzt endlich was. Hier gibt es schon so lange diese Penner. Die Polizei hat sie ein paar Mal weggescheucht, aber es ist ganz schlimm mit ihnen. Jetzt haben sie wenigstens keinen Zugang mehr zum Kanal. Das ist gut. So müsste man das mit allen Kanälen machen. Welcher Kanal wird als nächster geschlossen, ohne dass man den Bewohnern irgendeine Hilfe, geschweige denn ein Ausweichquartier anbietet? Natürlich macht sich auch Bruce Lee seine Gedanken. Und er hat gehandelt. Als wir die Kanalbewohner vom Nordbahnhof das nächste Mal besuchen, haben sie damit begonnen, ein leerstehendes Haus direkt über ihrem Kanal auszubauen. Unter den obdachlosen Straßenmenschen bin ich der Einzige, der ein bisschen sein Haupt erhoben hat, der wieder aufgestanden ist, um das hier zu schaffen. Ich habe mich bemüht, etwas für meine Nächsten zu tun. Sie wollen aus der Baracke ein richtiges Haus für sich aufbauen, wie eine richtige Familie zusammenleben, sagen sie. Schau mal, ich habe hier überall Lampen eingesetzt und Ventilatoren. Die waren vorher unten im Kanal. Und das da ist der Küchenbereich. Alles ist gekauft, nichts gestohlen. Den Kühlschrank haben wir auch selbst gekauft. Hier sind die Lebensmittel. Da drüben spielt die Musik. Da ist unser Fernseher mit DVD-Gerät. Wir bekommen und finanzieren das aus ganz unterschiedlichen Quellen. Manche Leute finanzieren uns für kleine Hilfsdienste. Wir sind super im Organisieren. So ein bisschen kommt auch rein mit dem Verkauf von Schnüffellack oder so ein bisschen mit den legalen Drogen. Ich treibe auch Handel. Ich kaufe was günstig, verkaufe es später teuer. Ich mache Geld aus allem, auch aus der Scheiße in Klos, wenn es sein muss. Nur, damit wir überleben. Schau hier, er ist unser Müllmann, der König des Abfalls. Er sammelt und bringt uns täglich alles Verwertbare, was er im Müll findet. Messing, Kupfergegenstände, manchmal sogar etwas Gold und Silber. Aber so glänzend, wie er das darstellt, ist die legale Einnahmequelle aus dem Müll natürlich nicht. Mit dem Verkauf von Altmetallen machen sie maximal ein paar Euro pro Tag. Auch viele seiner Hunde hat Bruce schon aus dem Kanal geholt. Seit kurzem hat er auch eine feste Freundin, die aber nicht gefilmt werden möchte. Er ist jetzt dabei, so viele kleine Zimmer wie möglich zu schaffen,
damit jeder seinen Privatbereich hat. Mein Traum, wenn ich es irgendwann mal schaffen sollte, ist eine Wohnung zu haben. Ich will, dass alle, die hier sind und die mit mir gelebt haben, nicht länger im Kanal und auf der Straße leben müssen. Wenn die Polizei kommt und dies hier alles zerstört, was natürlich passieren kann, dann war alles umsonst. Aber ich hoffe sehr, dass wir es diesmal schaffen. Alex hier, mein Stellvertreter und ich selbst, wir haben beide eine Freundin. Eigentlich sind sie schon wie Ehefrauen für uns. Jetzt wünschen wir uns irgendwann auch eine echte Familie. Ich will Kinder und ich möchte weiterhin für meine Kanalfamilie hier da sein. Ich versuche jetzt, den Besitzer dieses Hauses zu finden. Ich würde es gern offiziell übernehmen. Ich habe eine 8-jährige Tochter. Der geht es genauso dreckig wie mir. Aber vielleicht gelingt es, dass wenigstens sie nicht mehr im Kanal aufwachsen muss. Große Hoffnungen also, die sie in ihren Gruß setzen. Denn raus aus dem Leben im Untergrund beim Bukarester Nordbahnhof wollen sie alle. Aber vor allem ist es weiterhin Raluca Pahomi, die ihnen das Überleben sichert. Sie warten weiterhin jeden Abend darauf, dass sie mit dem Essen vorbeikommt, streiten sich fast darum, wer ihr beim Tragen helfen darf. Denn diese Besuche sind der einzige Fixpunkt in ihrem Tagesprogramm. Raluca sieht die Euphorie, die beim Ausbau der Baracke ausgebrochen ist, mit sehr gemischten Gefühlen. După cum vedeți, pentru ei este tot o fantasie. Sie leben in einer Fantasiewelt, die kann jederzeit zusammenbrechen, weil der gesamte Ausbau der Baracke illegal ist. Außerdem, sobald es kälter wird, werden sie es hier oben nicht aushalten. Dann ziehen sie wohl wieder runter in den Kanal. Aber wir tun unser Möglichstes, um zusammen mit Behörden ihre missliche Lage zu verbessern. Wir dürfen auch nicht vergessen, 90% von ihnen sind HIV-positiv. Sie haben Riesenschwierigkeiten, sich in Strukturen von verschiedenen Organisationen oder Institutionen zu integrieren, die ihnen Hilfe bieten würden. Man nimmt sie nirgendwo auf, weil sie drogenabhängig sind und nicht imstande sind, ohne Drogen irgendwo zu bleiben. Tatsache ist, dass Bruce Lee ihnen also einen Ort schafft, an dem sie freiwillig zusammenbleiben. Das ist schon deshalb gut, weil wir sie hier erreichen können. Wir können ihnen Essen bringen, sehen, wie es ihnen gesundheitlich geht und wenn nötig, andere Hilfe organisieren. Dies war unser vorerst letzter Besuch bei den Bewohnern des Kanals vom Nordbahnhof in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Die zu diesem Zeitpunkt streng genommen keine Kanalbewohner waren, sondern in der Baracke über ihrem Kanal von einer besseren Zukunft träumen. Aber all diese Besuche sind ohnehin nur Momentaufnahmen. Von einer Stunde auf die nächste kann im Leben dieser Menschen alles anders sein. Weil nur sicher ist, dass diese Frauen und Männer keine Sicherheit haben. Weil sie in der Gesellschaft keine Lobby haben, sondern auf die selbstlose Hilfe Einzelner angewiesen sind. Und dann Bruce Lee, der selbsternannte Retter, selbst ein Kanalkind und damit Kind der Umstände, unter denen er aufgewachsen ist. 60 Menschen und unzählige Hunde umfasst die Gruppe, die er seine Familie nennt. Aber es leben hunderte weitere Menschen irgendwo im Untergrund von Bukarest. Hier irgendwo müssen sie sein, da sind sie immer, erzählt er. Ah ja, da vorne. Wow.
Der Anführer heißt Ignat. Er ist misstrauisch. Befürchtet, dass unsere Zuschauer seine Schutzbefohlenen als Abschaum der Gesellschaft sehen und hassen werden. Wir sagen ihm, wir glaubten, dass sie eher Mitleid haben. Und er will Geld. Am liebsten gleich ein paar hundert Euro. Sie seien nämlich sehr viele Menschen, die er da unten irgendwie durchbringen müsse. Schließlich einigen wir uns auf eine Spende für Lebensmittel. Der Eingang zu diesem Kanal ist zwischen Dornenbüschen versteckt. Drüben gibt es noch einen anderen Zugang, wo du zwar leichter hinkommst, aber dafür ist dort der Abstieg für euch sicher zu schwierig. Hier hat sich keiner die Mühe gemacht, es wenigstens ein bisschen wohnlich einzurichten. Anders als im Kanal von Bruce Lee haben sie auch keinen Strom. Sie sind auch erst seit 2,5 Jahren hier, erzählt Ignat. Bis dahin hatten sie in einem leerstehenden Haus gelebt. Aber von dort hat der Besitzer sie mit der Polizei vertreiben lassen. So sind sie im Kanal gelandet. Wir sind 25, manchmal 26 Menschen hier unten, einige noch ziemlich jung. Hier haben sie wenigstens keine Probleme mit der Polizei. Derzeit jedenfalls nicht. Ja, die für diesen Bezirk zuständigen Polizisten kennen uns jetzt. Sie wissen, dass wir nichts stehlen, dass wir niemanden Probleme machen. Deshalb lassen sie uns in Ruhe. Um zu überleben, erzählt er, bettelten die Jüngeren bei einem nahen Fastfood um Essensreste oder Geld. Die Älteren suchten im Müll nach Alteisen, für das sie umgerechnet ein paar Cent bekämen. Einer der Jüngsten ist Jonut. Er ist 9. Meine Eltern leben auf dem Land. Sie haben sich nie wirklich für ihn interessiert, erzählt er, und sie wissen auch nicht, wo er ist. Sie glauben, ich bin irgendwo in einem Kinderheim. Vermisst du deine Eltern denn nicht? Nein, nicht wirklich. Wenn er andere Eltern hätte, würde er vielleicht. Aber sein Vater ist extrem brutal und er säuft. Im anderen Kanal, dem vom Nordbahnhof, hat sich inzwischen eine Tragödie abgespielt. Wieder einmal ist dort viel zu jung jemand gestorben. Katalina, die 18-Jährige, die uns noch vor kurzem erzählt hatte, dass sie so gerne zu ihrer Familie zurück wolle, die sie verstoßen hatte, ist tot. Erst im Sarg haben sie die Eltern wieder in ihr Kinderzimmer gelassen. Și Duhului tău, din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei citire, slavă ție, Doamne, slavă ție. Die Beerdigungsfeier hat Raluca Pahomi organisiert und bezahlt, ihr guter Engel, der ihnen das Essen in den Kanal bringt. Catalina ist an AIDS und multiplem Organversagen gestorben. Es ist im Kanal passiert. Dort ist sie ins Koma gefallen. Sie ist zusammengebrochen. Da haben ihre Freunde die Ambulanz gerufen und mich auch. Aber die haben nichts mehr für sie tun können. Sie ist im Rettungswagen nicht mehr zu sich gekommen, konnte nicht mal mehr ihren Namen sagen. Sie wurde als unbekannte Person ins Krankenhaus gebracht. Ihr Körper hat die totale Infektion nicht mehr überwunden, obwohl sie doch noch so jung war. Natürlich könnte sie noch leben, wenn man sie dabei unterstützt hätte, regelmäßig Medikamente zu nehmen.
HIV ist ja ein Virus, der heutzutage mit entsprechender Behandlung gut unter Kontrolle gehalten werden kann. Alle im Kanal sind dem Tod näher als dem Leben. In den vergangenen 5 Jahren sind mindestens 20 ihrer Freundinnen und Freunde dort gestorben. Catalina war ein sehr fröhlicher Mensch. Das schadet dem Image unseres Landes. Ich glaube, denen fehlt der Wille, um etwas aus ihrem Leben zu machen. Vielleicht haben sie auch die Kapazität nicht dazu. Die sind nicht in der Lage zu lernen und wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft zu werden. Aber wir sind im 21. Jahrhundert. Rumänien ist Mitglied der EU und will Mitglied des Schengen-Raumes werden. Da müssten wir schon versuchen, mehr zu tun, um dieses Problem zu lösen. Ich komme vom Land. Ich wusste gar nicht, was hier los ist. Aber ich habe Mitleid mit denen. Am Nachmittag haben sie die beste Phase des Tages. Sie sind high und ausgelassen. Spezialauftrag von Bruce Lee: im Müll nach Alteisen suchen. Und generell nach allem, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Sie kennen längst ihre Wege, wissen, wo die vielversprechendsten Mülleimer und Container stehen. Jeans nimmt er mit. Ihre gesamte Kleidung, alles, was sie anhaben, stammt aus dem Müll. Sie tragen sie Tag und Nacht, bis sie buchstäblich in Fetzen zerfällt. Ihr heutiger Streifzug war nicht besonders erfolgreich, aber eine andere Gruppe hat dafür einiges an Altmetall angeschleppt. Er ist schon dabei, den Fund auszuschlachten. Was ich hier mache? Ich bin der Trottel vom Dienst. Ich löse das Kupfer aus den Drähten, weil wir das Kupfer verkaufen können. Ihm gegenüber saß diese junge Frau mit den großen, traurigen Augen. Ich wäre viel lieber zu Hause bei meinen Eltern und Schwestern. Die wohnen auch gar nicht weit von hier, gleich hinterm Bahnhof. Ich wäre so gerne dort, aber meine Eltern wollten mich von Anfang an nicht. Sie haben mich noch, als ich ganz klein war, im Kinderheim abgegeben. Von dort bin ich ausgerissen und nach Hause zurück. Aber meine Eltern haben mich gleich wieder weggebracht. Irgendwann bin ich hierher gekommen, zu Bruce Lee. 18 Jahre war Catalina alt, schon schwer gezeichnet von Sucht, TBC und AIDS. Es war das letzte Mal, dass wir sie lebend gesehen haben. Auch sie versuchen zu helfen. Mitarbeiter von ARAS, einem rumänischen Anti-AIDS-Verein. Am Abend fahren sie durch die Stadt, verteilen sterile Einwegspritzen und Kondome. Und sie wissen selbst, dass ihr Engagement bei weitem nicht ausreicht, um die Ausbreitung der Krankheit unter den Süchtigen im Kanal zu stoppen. Ich komme mir vor wie im Krieg, wie ein Doktor auf dem Kriegspfad. Wir können auch sagen, wir lassen es bleiben, weil es aussichtslos ist, den Kampf zu gewinnen. Aber wenn wir gar nichts tun, ist es noch schlimmer. Diese Menschen sind so schwach und verletzlich. Unsere ganze Gesellschaft ist gegen sie. Und was er dann auf der Fahrt zum Kanal am Nordbahnhof erzählt, deckt sich mit den Beobachtungen von Raluca Pahomi. Die offizielle Politik verfolge das ungeheuerliche Ziel,
Die Kanalmenschen sollten sich selbst zerstören. Die Polizei demütigt sie, schlägt sie und zertrampelt ihre sterilen Spritzen. Es ist schon vorgekommen, dass Drogenabhängige direkt nachdem sie von uns gekommen sind, gleich um die Ecke von Polizisten angehalten und gefilzt wurden. Die Polizisten haben ihnen die Spritzen, die wir gerade ausgeteilt hatten, weggenommen und auf dem Boden zertreten. Die Mitarbeiter von Aras kennen fast alle Kanalbewohner. Wer ihre Hilfe in Anspruch nimmt, muss sich registrieren lassen, mit Namen und Geburtsdatum. Auch damit niemand zwei oder drei Päckchen abholt. Trotz strömendem Regen haben sie sich in einer langen Schlange angestellt, um die Helfer auf keinen Fall zu verpassen. Das scheußliche Wetter hat wenigstens den Vorteil, dass keine Polizei um die Ecke lauert, die ihnen ihre Spritzen und Kondome wieder abnimmt. Aber einige werden ihre Spritzen gleich um die nächste Ecke an andere Drogenabhängige verkaufen. An solche, denen man ihre Sucht nicht ansieht, die nicht erkannt werden wollen und deshalb nicht selbst zur Spritzenausgabe kommen. Eine Lady aus der rumänischen Mittelklasse, die einzige aus der Welt oben, die sie unten akzeptieren. Wenn wie jetzt nötig, schlichtet sie Streit. Aber vor allem bringt sie ihnen jeden Abend Essen in den Kanal. Ohne Raluca würden sie buchstäblich verhungern. Der Kontakt entstand über Bruce Lee. Raluca ist wie Bruce eine große Hundefreundin. Beide haben sich in einem Tierheim kennengelernt. Als Bruce ihr seine unterirdische Welt zeigte, war Raluca klar, bei diesem Elend konnte sie nicht wie alle anderen einfach wegschauen und so weiterleben, als wüsste sie von nichts. Sie musste irgendetwas tun. Die rumänische Gesellschaft ist so gnadenlos. Die will gar nichts sehen. Die will, dass diese Menschen so rasch wie möglich sterben. Ja, sie hofft, dass diese Kinder sich selbst zerstören. Raluca hat einen Verein zur Obdachlosenhilfe gegründet, einen oberirdischen Rückzugsraum für die Kanalbewohner geschaffen. Sie empfinden sich ja sonst als Abfall oder Ausschuss, mit dem niemand etwas zu tun haben will. Man spürt förmlich, wie verzweifelt sie versuchen, irgendeinen Halt zu finden. Irgendetwas, an das sie sich klammern können, das ihnen etwas Normalität und Sicherheit gibt. Dass sie akzeptiert werden, aber sie finden nichts dergleichen. Es ist eine Katastrophe. Mein Gott, psychisch sind sie am Boden. Total am Boden. Und deswegen, wissen Sie, nehmen sie auch Drogen. Sie spüren, dass sie Ausschuss sind. Und niemand akzeptiert sie mehr. Alle machen einen großen Bogen um sie und vermeiden sie. In den letzten Jahren haben sie deshalb all ihre Hoffnung in mich gesetzt, weil ich für sie da bin und ihnen zuhöre, so gut ich kann. Ich tue mein Möglichstes, aber das ist viel zu wenig. Nico kommt jeden Tag, um seine Kleider und sich selbst zu waschen, erzählt er. Inmitten ihres Elends sind ihnen Körperpflege und cooles Styling sehr wichtig. Der Friseur ist selbst obdachlos, bietet seine Dienstleistung für ein paar Cent an. Are dreptate, doamna.
Raluca bezahlt das Essen, das sie jeden Tag kocht, aus eigener Tasche. Die wenigen Spenden, die ihr Verein bekommt, reichen bei weitem nicht aus. Wir wollen von ihr wissen, was sie eigentlich von Bruce Lee hält. Welche Rolle spielt der Boss in der unterirdischen Welt? Bruce Lee, persoana asta mult controversată, dacă el este... Er hat natürlich seine Macken mit diesem Lack, den er schnüffelt und neuerdings sogar am Haar trägt. Aber Bruce hängt nicht an der Nadel. Er versucht sogar, die anderen davon wegzubringen. Er hält ihre Selbstwirtschaft am Laufen. Sie sammeln zum Beispiel im Müll Alteisen. Er verkauft es für ein paar Euro und investiert das Geld in den weiteren Ausbau ihres Zuhauses. Außerdem hat er die Autorität, andere Ganoven fernzuhalten. Die würden sonst die Jungs wohl zu richtigen Straftaten animieren und die Mädchen auf den Strich schicken. Solange sie der Gesellschaft oben keinen Ärger machen, sieht die am liebsten über das Problem mit den Kanalbewohnern hinweg. Auch wenn es sich eigentlich nicht übersehen lässt, dass hier mitten unter ihnen Menschen in erbarmungswürdigen Verhältnissen vegetieren. Ich weiß, dass im Kanal Menschen leben. Wie ich das finde, das ist eine Nachlässigkeit des Staates. Aber sie sind auch selbst schuld. Sie werden öfter in Heime gebracht und laufen von dort gleich wieder weg. Man müsste sie dort besser festhalten und bewachen. Man darf die nicht auf die Straße lassen. Renata ist vor allem gekommen, um ein wenig Unterschlupf vor der Kälte und Nässe draußen zu finden. Sie ist komplett heil. Wie lange sie schon im Kanal lebt, weiß sie nicht. Sie glaubt, seit sie 3 oder 4 Jahre alt ist. Sie lassen sie ein wenig im Trockenen sitzen und reden. Danach muss auch Renata wieder zurück auf die Straße. Die meisten bräuchten auch eine regelmäßige HIV-Behandlung, sagt Tase. Da gibt es inzwischen gute Therapien und Medikamente, aber nicht für die Kanalmenschen. An einer Durchgangsstraße, neben einem Parkplatz, der Eingang zu einem weiteren Kanal. Hier haben die Streetworker von Arras für uns mit den Bewohnern gesprochen. Sie haben zugestimmt, dass wir runtergehen. Aber filmen dürfen wir nur einen, Valentin. Insgesamt leben 7 junge Frauen und Männer hier. Sie haben sich offensichtlich bemüht, ihren Kanal wohnlich zu machen. Aber die Polizei schikaniert uns. Die kommen, wühlen alles durch, drehen alles um, schmeißen unsere Sachen raus in den Dreck und dann werfen sie Tränengas hier unten rein. Ein paar Tage lang ist der Kanal dann nicht bewohnbar. Zum Glück passiert das nicht so oft. Aber hin und wieder gibt es richtige Kampagnen gegen uns. Demnächst, so fürchten sie, könnte es wieder der Fall sein. Denn eine Boulevardzeitung macht gerade mal wieder Stimmung gegen die Kanalmenschen. Sie schreiben, die Bukarester haben von den Lackschnüfflern und Junkies vom Kanal am Nordbahnhof genug. Sie wollen sie loswerden. Aber wir hier sind doch keine Lackschnüffler. Da, schauen Sie hier, da steht ganz riesig: Helft uns endlich, die Junkies vom Nordbahnhof loszuwerden. Aber sie seien doch keine Penner, betonen sie immer wieder. Sie hätten doch hier ihren Unterschlupf. Und die meisten haben sogar Jobs. Eine junge Frau arbeitet als Verkäuferin auf dem Markt, einer der Männer als Nachtwächter, ein anderer in einer Autowaschanlage.
Am nächsten Tag haben wir eine Verabredung mit einem, der es geschafft hat, das Kanalleben hinter sich zu lassen. Er wohnt jetzt hier, gemeinsam mit einer Roma-Großfamilie, aber nicht offiziell. Die alte, denkmalgeschützte Villa stand wie so viele in Bukarest leer. Ihr Besitzer lässt sie verfallen. Sie haben das Haus besetzt. Ovidio ist so etwas wie der gute Beschützer der vielen Kinder und ihrer Mütter. Er selbst war von seinen eigenen Eltern mit 7 Monaten ins Kinderheim gebracht worden, hat schreckliche Erinnerungen an diese Zeit und die Mission, möglichst vielen Kindern dieses Schicksal zu ersparen. Ich war ja noch im Kinderheim zur Zeit des Diktators Ceausescu. Ich war damals sehr klein, 6 Jahre alt. Meine ganze Kindheit kann man unter dem Wort Qual zusammenfassen. Im Heim hat es uns an allem gefehlt, nur an Schlägen nicht. Geschlagen worden sind wir reichlich. Aber unser Essen war so streng portioniert, dass wir immer Hunger hatten. Wir haben dann oft aus den Mülltonnen hinten im Hof gegessen. Und da wünschte ja als Kind auch immer was zum Naschen. Wir haben den Teer auf der Straße gekaut, weil wir auch so was Ähnliches wie Kaugummi haben wollten. Er ist dann aus dem Heim abgehauen und in Bukarest in einem Kanal gelandet. Aber er habe immer das Ziel gehabt, sagt er, von dort wieder rauszukommen. Und er ist stolz darauf, dass er es geschafft hat. Keines der vielen Kinder hier ist von ihm. Aber mit einer der Mütter war er im Kinderheim befreundet. So ist der Kontakt zustande gekommen. Jetzt wohnen sie alle gemeinsam in diesem Haus, illegal, solange sie vom Besitzer und den Behörden geduldet werden. Ovidio will uns zu weiteren bewohnten Kanälen in Bukarest führen. Denn auch wenn er selbst nicht mehr dort lebt, er kennt die Straße und ihre Kinder und sie kennen ihn. Er lotst uns in einen Park hinter dem ehemaligen Ceausescu-Palast. Den Anführer der Gruppe dort hat er darüber informiert, dass wir kommen. Aber letztlich ist auch Ovidio nicht sicher, wie sie auf uns reagieren werden. Bukarest, schöne Seite, das Leben an der Oberfläche. So kennt man die rumänische Hauptstadt. Aber im Untergrund existiert eine Parallelwelt. Der Zugang, ein Loch mitten in der Stadt, direkt gegenüber dem Nordbahnhof. Hey du, geh da nicht rein, bitte bleib hier. Das ist viel zu gefährlich. Erst als sie erfährt, dass uns unten ihr Boss erwartet, ist sie beruhigt. Aber seid vorsichtig. I know. Sind wir. Dass wir runter dürfen, ist ein großes Privileg. Es ist der Eingang in ihr Zuhause, zur unterirdischen Welt der Kanalmenschen. Wir hatten den Kontakt über viele Wochen aufgebaut. Die Ankunft ist trotzdem ein Schock. Es ist irrsinnig heiß, weit über 40 Grad, weil hier unten die Heizungsrohre verlaufen. In der heißen Luft der beißende Geruch des Lösungsmittels, das sie schnüffeln, um dieser gnadenlosen Welt zu entfliehen. In der Drogenregierern und Krankheiten. Aber die Welt oben hat sie verstoßen. Meine Eltern waren furchtbar brutal und sie interessierten sich nicht für mich. Deshalb erzählt Nico Leber schon viele Jahre hier unten. Er ist schon 17, aber in der körperlichen Entwicklung zurückgeblieben, seit langem HIV-positiv. Wie die meisten hier unten, weil fast alle an der Nadel hängen, viele haben auch TBC oder Hepatitis. Er glaubt, sagt Nico da noch, dass er 4 oder 5 Geschwister hat. Von den Eltern verstoßen oder von zu Hause ausgerissen, die Schicksale gleichen sich. Auch er ist schon 17, 17,5, sagt er. Für eine richtige Unterhaltung, vom Lackschnüffeln zu benebelt. Ihre Spritzen benutzen sie mehrmals. Sie liegen überall offen herum. Wer einen Schuss braucht, nimmt sich einen. Ist doch sowieso schon alles egal.
Weißt du, mein größter Wunsch ist, dass Gott mich endlich zu sich nimmt. Ich habe dieses Elend satt. Ich bin umsonst auf diese Welt gekommen. Ich verdiene wohl nicht zu leben. Aber ich verdiene es doch auch nicht, so zu leiden. Warum muss ich mich so quälen? Ich möchte gerne für Jesus sterben und diese Misere hinter mir lassen. Dann treffen wir den Boss. Er nennt sich Bruce Lee, trägt den silbernen Schnüffellack im Haar. Lädt uns ein, ihm tiefer in die unterirdische Welt zu folgen. Er ist 40, lebt seit 25 Jahren in der Kanalisation. Er hat diese Parallelwelt eigenhändig ausgebaut, um Kindern und auch Hunden, die er ebenfalls sehr liebt, eine Art Zuhause zu geben. Seine Gruppe umfasst etwa 60 Menschen. Insgesamt leben wohl Hunderte unter den Straßen von Bukarest. Schau, dies ist mein privater Bereich. Ich habe hier sogar Musik. Schau, von hier kann ich sie einschalten. Und schönes Licht habe ich auch. Alle Hunde habe ich jetzt nicht hereingelassen, damit ihr noch Platz mit der Kamera habt und wir uns unterhalten können. Die wollen sonst alle zu mir hier hoch auf die Matratze. Sie haben eben auch alleine Angst, so wie wir Menschen. Aber ich lasse normalerweise nur die kleineren Hunde zu mir ins Bett. Von woher kommt denn seine Liebe für Straßenhunde, wollen wir von ihm wissen? Von Gott. Von allem, was ich so tue, will ich glauben, dass es von Gott kommt. Ich will nur Gutes tun und ich versuche, das zu machen, was Gott mögen würde. Ich würde niemandem Schaden zufügen. Jetzt weiß ich nicht, ist es eine Sünde, dass ich für uns im Kanal von oben Strom stehle? Und ist es eine Sünde, dass ich in diesem Dreck lebe? Ich hoffe nicht. Ich weiß aber, du musst dich auch in diesem Dreck bemühen, Gutes zu tun. Deinen Nächsten helfen, wenn der am Boden liegt. Versuchen, ihm zum Überleben zu helfen. Das will ich. Daran glaube ich. Sonst hilft uns doch niemand. Hey, ihr da draußen, passt bitte auf, dass die Hunde nicht reinkommen, ja? Wir machen ein Interview. Ich bin alleine auf der Straße aufgewachsen. Als ich noch klein war, habe ich den größeren Gaunern Geld abgeben müssen. Jetzt sorge ich dafür, dass meine Leute hier wenigstens sicher sind. Na schau, jetzt haben es die Hunde doch geschafft, reinzukommen. Komm rauf, mein Kleiner. Ich habe ja gesagt, die wollen alle zu mir aufs Bett. Bruce ist also ihr Ersatzvater. Und diese Frau nennen sie Mama. Raluca Pahomi.